Am 7. September fand das diesjährige traditionelle Sommerfest des Rostocker Fracht- und Fischereihafens statt. Mieter und Anlieger des maritimen Gewerbegebietes sowie Gäste aus Politik und Wirtschaft wurden feierlich in der Kantine des Fracht- und Fischereihafens begrüßt. Dabei wurde auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Das Sommerfest dient in erster Linie dazu, sich bei den Kunden zu bedanken, die bei uns langjährige Mieter sind. Also das ist wirklich eine lockere Atmosphäre, die wir hier so ein bisschen pflegen. Und eigentlich ein Goodie, den wir an die Mieter zurückgeben wollen und uns eigentlich für die langjährige Partnerschaft bedanken. Mit einem Güterumschlag von jährlich mehr als 1 Million Tonnen ist der Rostocker Fracht- und Fischereihafen der zweitgrößte Hafen in der Hansestadt Rostock. Mit 150 angesiedelten Unternehmen und mehr als 2000 Beschäftigten zählt er zu den größten maritimen Gewerbegebieten in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem Sommerfest wurde insbesondere die positive Entwicklung des Hafens in den letzten Jahren gewürdigt. Der Fischereihafen hat sich in letzter Zeit hervorragend entwickelt. Wir haben zunehmend Umschlag. Wir schaffen aktuell immer über 1 Million Tonnen Umschlag. Das ist für uns so eine magische Grenze, die wir immer gern knacken wollen. Das wird auch wieder dieses Jahr der Fall sein, gehe ich mal von aus. Aktuell stehen die Zeichen darauf, dass es so ausgehen wird. Und wir sind freudiger Erwartung, dass es auch zukünftig mit dem Fischereihafen vorangehen wird. Damit ist der Fracht- und Fischereihafen ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für die Hansestadt Rostock und das gesamte Bundesland. Die Hafenwirtschaft soll auch in Zukunft weiter angekurbelt werden. Natürlich haben wir Visionen, auch im Fischereihafen. Zum einen ist immer Aufgabe, die Infrastruktur dauerhaft zu ertüchtigen, damit wir auch in 20 Jahren uns noch Hafen nennen dürfen. Das heißt, es gibt viele Baumaßnahmen, die direkt an der Kai stattfinden werden. Aber natürlich wollen wir auch das nachgelagerte Gewerbegebiet weiterentwickeln. Wir wollen Flächenoptimierung betreiben, wir wollen Bestandsgebäude sanieren und wir denken auch über Neubauten nach. Von der städtischen Seite her ist es so, dass wir natürlich die ganzen Rahmenbedingungen, die der Hafen braucht für die Weiterentwicklung, solche Sachen wie Anbindung, Erschließung, dass wir da unsere Beiträge leisten, dass wir auch auf planerischer Sicht ganz eng mit dem Hafen zusammenarbeiten. Das funktioniert auch schon wunderbar. Dass wir natürlich auch die Konzepte, die dort gefahren werden, mit begleiten und unterstützen. Neben den Gesprächen über die Bilanz der letzten Jahre und geplante Projekte kam auch die Unterhaltung auf dem Sommerfest nicht zu kurz. Für die musikalische Untermalung sorgte Blasmusik der Rostocker Bordmusikanten, tänzerische Einlagen boten die Kinder- und Jugendgruppen des Tanzkollektivs der Perlen aus Groß-Klein.